Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ein Elektrotransporter ab 11.700 Euro netto, ein erster Fahrbericht vom Peugeot E208 und Maingau Energie erhöht die Preise. Diese und drei weitere interessante Informationen gibt's im heutigen Nachrichtenüberblick. In letzter Zeit bin ich immer wieder angesprochen worden, kannst du nicht mal wieder kleine, günstige Autos nennen? Ich weiß nicht, wie teuer er ist, aber es gibt die ersten Bilder vom Fiat 500 elektrisch. Dieser scheint nicht so ein Compliance, also ein Fahrzeug zu sein, was man einfach so baut, um andere Autos mit höheren Emissionen zu gewährleisten, sondern es scheint ein wirkliches Elektroauto zu sein. Der kommt nächstes Jahr raus. Es gibt noch keine großen Informationen darüber, aber Autocar aus Großbritannien hat hier die ersten Bilder, auf denen man dann schon mal einen typischen 500er weiterentwickelt sehen kann. Keine Angst, diesmal wird die Sendung nicht von Tesla überflutet werden, sondern es gibt viele weitere interessante Informationen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich den neuen Supercharger-Standort in Las Vegas nicht vorenthalten. Hier gibt es ein kurzes Video darüber. Das Interessante an diesem Standort ist, dass er nach dem neuen Konzept gebaut worden ist. Und was ich interessant finde, er ist auf dem Gelände eines Hotels in Las Vegas, was unter anderem damit seine Ambitionen für eine bessere Umwelt dokumentieren will. Was auch spannend beim Supercharger Version 3 ist, dass man dann im Durchschnitt nur noch 15 Minuten ungefähr für einen Ladestopp braucht. Und ich habe gerade in letzter Zeit, war ich mal wieder an der Tankstelle, nochmal auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass ein durchschnittlicher Aufenthalt an der Tankstelle durchaus seine 5 bis 10 Minuten dauert. Also mit 15 Minuten ist man dann wirklich schon sehr dicht dabei, insbesondere weil man diese Zeit ja auch nutzen kann. Also guckt euch das Video an, wenn euch das Thema interessiert. Kommen wir jetzt aber erstmal zu dem Transporter. Ihr habt es euch wahrscheinlich denken können, 11.700 Euro, das ist keine Schönheit, das ist kein gigantischer Transporter, es ist auch keiner mit einer mega Reichweite und Transportvolumen. Nichtsdestotrotz, die Firma Ari Motors aus Borna, das ist in der Nähe von Leipzig, bietet den Ari 458 an, den man dann ab 11.700 Euro netto kaufen kann. Das Interessante ist, dass ihr, um auf einen so niedrigen Preis zu kommen, wirklich alles Wesentliche drin ist, aber alles Überflüssige weggelassen worden ist und man unterschiedliche Aufbauten für diesen Transporter sich dann konfigurieren kann. Das heißt jetzt hier so ein Gitteraufbau, aber man kann auch so einen Kühlboxaufbau drauf machen oder eben halt hier die klassische Plane oder weiter. Das heißt, abhängig von dem Einsatzzweck kann man auch unterschiedliche Batteriepakete kaufen, die dann durchaus Reichweiten von bis zu 150 Kilometern gewährleisten sollen. Wofür ist er gedacht? Natürlich eher so für den urbanen Bereich, für die Auslieferung. Also mich erinnert er zum Beispiel so ein bisschen an diese Milchfahrzeuge aus Großbritannien. Dafür wäre er zum Beispiel geeignet oder eben halt mit der entsprechenden Box dann auch, um Pakete oder sonstiges auszuliefern. Damit ihr seht, dass es nicht nur dieses Modell gibt, habe ich euch hier auch noch einen weiteren Artikel von ecomento.de rausgesucht. Und zwar ist hier ein deutscher Mittelständler mit einem US-Unternehmer dabei, einen E-Transporter zu bauen. Dieser ist eher so für den urbanen Bereich und schmale Wege konzipiert. Das Interessante hier ist, dass sie so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Paketdienste gehen, aber deutlich günstiger sind als der Street Scooter. Genauso konnte ich aus dem Artikel nicht entnehmen, aber man geht wohl davon aus, dass die Preise so um die 20.000 Euro liegen. Der Street Scooter beginnt ja so bei gut 30.000. Das heißt also, auch dieser ist wieder mit verschiedenen Aufbauten möglich, hat auch entsprechende Zugkraft, Reichweite und so weiter. Also hier ist entsprechend ein weiteres Fahrzeug in diesem günstigen Bereich vorhanden. Kommen wir aber mal zu Autos, die, ich sag mal, mehr so für die Masse sind. Wie zum Beispiel der Peugeot E208. Spiegel
Online hat jetzt hier mal einen ersten Fahrbericht vom Auto gebracht. Ich finde ihn sehr ausgewogen. Was hier sehr deutlich herausgestellt wird, ist A, dass das Fahrzeug natürlich deutlich günstiger ist als zum Beispiel, Sie vergleichen das jetzt hier einfach nur von den Autoherstellern und Produkten mit dem e-tron bzw. I-Pace. Und trotz des deutlich kleineren Akkus, also um die 50 Kilowattstunden, eine ähnliche Praxisreichweite hat wie der e-tron. Und hier das Verhältnis Verbrauch, Ladeleistung, Reichweite sehr günstig ist, obwohl eigentlich, und das hat wohl hier die Peugeot-Presseabteilung immer und immer wieder betont, der Peugeot E208 für den urbanen Bereich gedacht ist, nicht für Langstrecke. Aber mal ganz ehrlich, wer kauft sich dann wirklich für jeden Zweck ein Auto oder mietet sich dann für die Langstrecke ein anderes Auto? Man will doch ein Auto haben, was möglichst viele Einsatzzwecke abdeckt. Und dafür ist der Peugeot E208 bzw. das Pendant, das ist ja der Corsa E bzw. der DS Crossback E-Tense, wenn ich mich richtig erinnere. Die drei bauen ja auf der gleichen Basis auf, durchaus geeignet, denn mit einer Reichweite, ich schätze mal so auf der Autobahn, dürfte er ja durchaus seine 250 Kilometer weit kommen und dann der entsprechenden Schnellladung. Hier im Artikel werden jetzt 100 kW genannt, meine bisherigen Informationen waren 80 kW. Nichtsdestotrotz, in 30 Minuten sind 80% des Akkus geladen und dementsprechend kann man hier durchaus dann auch mit dem Auto mal größere weite Strecken, Langstrecken fahren, zum Beispiel Hamburg, München. Also ein ganz interessanter Bericht, schaut euch den oder liest den euch einfach mal durch. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findet ihr den Link zum Artikel. Dann noch eine kurze Info zu, ich sage es ganz offen, meinem Nummer 1 Ladekarte, nämlich Maingau Energie. Bisher war es so, dass man 25 Cent bzw. 15 Cent gezahlt hat pro Kilowattstunde, egal ob man AC oder DC geladen hat. Die unterschiedlichen Preise kamen nur zustande bei Strom- bzw. Gaskunden von Maingau Energie und den normalen Kunden. Jetzt ist es so, dass ab dem 1. August die Preise wieder erhöht werden. Das letzte Mal war es im Februar. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Maingau Energie, wenn man jetzt die anderen vergleicht, wie GetCharge, INBW und so weiter, immer noch sehr günstig ist und dass sie die Preise auch wirklich nur in Deutschland geändert haben. Das ist zum Beispiel für mich interessant. Bei meinen Langstreckentests fahre ich ja immer durch Dänemark und da waren die Roamingkosten bisher jetzt zum Beispiel 70 Cent, jetzt sind es 60. Also das heißt, in Dänemark zahlt man 95 Cent die Kilowattstunde, während hier in Deutschland man 35 Cent ab 1. August zahlt und als Energiekunde 25 Cent. Und damit liegt man hier auch immer noch unter dem durchschnittlichen Preis einer Kilowattstunde im Haushalt zu Hause. Es ist natürlich teurer geworden, aber nach wie vor denke ich, dass es noch eine sehr interessante Ladekarte ist. Ja, das war schon von heute. Mal ganz kurz, das hat sich auch der ein oder andere gewünscht, dass die Nachrichten nicht so lang sind. Insofern freue ich mich, wenn das mir immer wieder gelingt. Ich hoffe, euch haben die Nachrichten informiert, interessiert und gefallen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, teilt das Video, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert natürlich den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Das geht ganz einfach. Klickt hier auf das E-Auto im Point of Interest. Wichtig ist, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Dein Dirk Henningsen.